Moin moin Leute, ich bin Lilkumpfs Brain oder ein Fotojadik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Cornfalls Remake. Ich weiß, es ist ein bisschen her, ich weiß, es hat ein bisschen gedauert, aber Freunde, let me tell you, auf twitch.tv/brain geht immer die größte Action ab und auf dem Langzeitgedächtniskanal, falls ihr den Langzeitgedächtniskanal noch nicht kennt, schaut mal in die Beschreibung, dort ist der verlinkt, da kommen auch immer die Livestreams online. Und dort ist es eben so gewesen, dass ich Final Fantasy 7 durchgespielt habe. Es war eine absolut geile Reise. Jetzt gerade spielen wir Celeste auf 100% durch, was mit sehr viel Rages am Start ist. Dazu kommt heute auch noch ein Video, denn heute bin ich um 16.30 Uhr noch live. Aber dazu später mehr. Wir sind in Cornfalls hier stehen geblieben, Freunde. Ich bin vor dem aus Grab 1 gestorben, aber nach dem aus Grab 5. Hier sind wir stehen geblieben. Und hatten direkt ein Rätsel. Es geht ja darum, dass wir eine Zahlenkombination herausfinden müssen. Ich glaube, das ist jedem einigermaßen klar, was hier der Fall ist. Ich bin zwischen denen aus Grab 10 und 12 gestorben. Das Ding ist, ich weiß jetzt halt nicht, von wo man anfängt zu zählen. So, das ist gerade schon mein erstes Ansatzproblem. Hier sind richtige Namen drauf. Hier sind noch überall Zahlen. Sind das vielleicht 4, 8, 11 bis unten? Andere Frage, was sind das hier noch für Gräber? Ich bin vor dem aus Grab 3 gestorben, aber nach dem aus Grab 8. Oder zählt man einfach von links nach rechts weiter? Heilige Mutter, I don't know. Rot. Rot! Apparently. Ich denke mal, das soll bedeuten, dass man alles auf Rot stellen soll. Nehme ich an. Aber wie stellen wir... Ich muss jetzt mal gucken, wie wir die hier alle umstellen. Tada! So. I did it. I'm a genius. Look at me. Irgendwas hat sich geöffnet. Ich habe keinen blassen Schimmer, was sich geöffnet hat. 1800. Ja, hier sind auch überall noch Zahlen drauf. Mutter Maria Gottes, ey. Wie soll man wie... I don't know. Abgeschlossen. Abgeschlossen. An der Tür hängt ein Zettel. In welchem Jahr bin ich gestorben? Mhm. Ich glaube, bis wir das herausfinden, es dauert noch ein bisschen. Weil das ist ganz, ganz große Rätselmagie. Für mich momentan noch. Aber hey, vielleicht kommen wir da irgendwie drauf. Die Tür haben wir jetzt, glaube ich, geöffnet. Aber ich würde sagen, hier ist sogar eine Cutscene-Scheiße. Vielleicht ist es sogar so, dass das Rätsel nur optional ist. Davor habe ich gerade am meisten Angst. The fuck? Was ist das? Warum werde ich von einem Blattmann angegriffen? Bitte fass mich nicht an. This is my no-no square. Don't touch me there. This is my... Do you have tatas? Why the fuck? Ah! Heilung, I guess. Ich kann nicht mehr zurückweichen. Das heißt, wir benutzen jetzt entweder unsere komplette Heilung. Ja. Okay, ey. Ich find's immer ein bisschen crazy bei dem Game, ehrlich gesagt, dass man so krankmäßig. Ja, dass man so verrückt in Games direkt oder in Bossfights direkt reingeworfen wird. Also man wird ja richtig reingeschmissen einfach. Und ich weiß nicht, ob mein Mikro falsch eingestellt ist, aber irgendwie klingt es gerade die ganze Zeit so, als ob ich schreien würde. Naja, jetzt sind wir mitten in der Aufnahme, Freunde. Vielleicht habt ihr eine ganz schlimme Audioqualität. Haha, sponsored by me. Ja, hier sind... Ich fände es halt schön, wenn man wüsste... Welches Grab jetzt welche Nummer hat? Steht hinten vielleicht eine Nummer drauf? Ne, hinten kann man einfach das lesen, was vorne drauf steht, was sehr interesting ist, weil da muss man interessant... Naja. Ich bin vor dem aus Grab 1 gestorben, aber nach dem aus Grab 5. Vor dem hier. Ich bin zwischen denen aus Grab 10 und 12 gestorben. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Zwischen 10 und 12 stand da, ne? Zwischen 10 und 12. Das wäre dann der hier. 10 und 12. Also er ist zwischen
Okay. Freunde, ich hole meinen Zettel raus. Es ist soweit. Also. Grab 1 ist zwischen 1790 bis 1820 auf jeden Fall. Und der zweite Parameter ist... Ah ne, zwischen denen ist er einfach gestorben. Okay, also irgendwo dazwischen. Vor dem Ausgrab 1. Also, das, was wir suchen, ist vor Grab 1, nach Grab 5. Okay, was steht denn bei Grab 5? Wahrscheinlich, deswegen muss man halt jetzt immer weiterlaufen und alle lesen. Das hier wäre nämlich Grab 5 und hier stand auch was drauf. Ich bin vor dem aus Grab 3. Okay. Also, Grab 5 ist vor 3. Nach 8. 6, 7, 8. Also er ist auf jeden Fall nach 1765, aber vor 1780. Das heißt, er ist vor Grab 1, das heißt 1790. Das heißt, das, was wir suchen, ist zwischen 1780 bis 1790. Weil Grab 5 ist vor... nach dem 8., aber vor dem, genau. Und vor Grab 1, aber nach Grab 5. Das heißt, das... Ja, das können ja noch viel mehr sein. Ich bin ja ein Idiot, oder? Welchem Jahr bin ich gestorben? Vor Grab 1 muss auf jeden Fall also 1790 sein. Aber nach Grab 5, was, ja, das heißt, er hat eine Spanne von 1765 bis 1780. Das heißt, vor Grab 1, nach Grab 5, könnte von 1765 bis 1790 alles sein? Das wäre ja komisch. 1780 ist es nicht. Ja, es können ja halt auch so Zwischendinger sein. Was steht denn beim 5. sonst noch genau? Vor dem Ausgrab 3, aber nach dem Ausgrab 8. Ja, und das haben wir alles jetzt gerade quasi berechnet. Vor 3, nach 8. Das heißt, das Grab, was wir suchen, ist zwischen 1765 und 1790. Was stand nochmal genau auf dem Zettel hier? Vor dem Ausgrab 1, aber nach dem Ausgrab 5. Kann halt jede Zahl wirklich davon sein. Habe ich 1770 schon versucht? Das könnte, wie gesagt, alles sein. Steht denn irgendwas vielleicht zu dem Grab noch? Oder zu... Die ganzen Zahlen, die hier drauf stehen, sind eigentlich komplett irrelevant, oder nicht? Die dürften eigentlich, glaube ich, komplett irrelevant sein. Wundert einen aber trotzdem so ein bisschen, dass hier dann noch so viele sind. 1817... Die haben ja gar keinen Zusammenhang. 1764... Ah, doch! Könnte dann... Nee. Ich habe mir überlegt, ob jetzt eine andere Zahl, die man hier findet, dann die sein könnte, die es ist. Aber die müssten dann ja zeitgleich gestorben sein, was ja komisch wäre. Ja, das... Man kann jetzt hier richtig viel rumprobieren und kommt dann am Ende wahrscheinlich drauf. Aber irgendwie ist das ja auch blöd. Weil man kann jetzt halt alle durchgehen.
1785. Man hätte wahrscheinlich erstmal die Fünfer-Schritte durchgehen können, dann wäre es sehr viel schneller gegangen. Naja. Guck mal, weil hier erhalten wir jetzt schon eine Spritze, wir erhalten Patronen und nochmal Patronen. Und gerade für den Gegner, den wir da gerade kennengelernt haben, fände ich es ganz schön, wenn wir viele Patronen haben. Wir können jetzt nämlich zweimal schießen, was ganz nett ist. Das möchte ich auf jeden Fall tun. Eieieiei. Das hat ein bisschen gedauert. But we got it done. Very nice, very nice. Okay. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Ein Blattmann kommt. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir den jetzt platt kriegen. Ich habe bei so Bossfights immer ein bisschen Angst. Ich weiß auch nicht, ob der wirklich jetzt beim jedem Mal, beim ersten Mal spuckt. Da werden wir jetzt mal drauf achten müssen. Moin. Ich will mich, glaube ich, erstmal einmal kurz heilen. Halt alle TP. Und 66 ist eigentlich recht viel. Machen wir erstmal kurz Gegengift. Jetzt eine Heilung. Ja, und jetzt einfach draufhauen. Wir werden hier jetzt so viel verbrauchen und es ist eigentlich echt total blöd. Alter, das war knapp. We did it! Mit ein bisschen Krampf. Aber er ist tot. Die Tür lässt sich nicht mehr öffnen. Ja, hoffentlich kommen jetzt hier nicht noch viele andere Gegner. Ein Wasserplätschern. Guck mal, das ist so richtig ASMR gerade. Das ist, oh, angenehm. Calm Falls. Ja, das sind Calm Falls. Totally. Ein beruhigender Berg. Ich war doch eben noch in der Höhle und jetzt bin ich in irgendeinem Anwesen? Ich bin genauso verwundert. Vielleicht bist du ein Koma-Patient. Das würde voll viel Sinn machen, wenn wir ein Koma-Patient sind und wir haben uns das jetzt alles vorgestellt und sind jetzt quasi gerade... Oh mein Gottes Willen, was ist das? Ich will vorher speichern. Was ist das für ein fliegender Hoden? Lass mich vorher speichern. Danke. Boah, hatte ich Angst, dass ich vorher nicht speichern darf. Das wird voll viel Sinn machen, weil dann würde das auch alles erklären, warum alle immer so mit ihren Erinnerungsstücken so reden und von wegen Stockfinster und Lampe soll ich lieber einen großen Bogen um den Raum machen. Das würde erklären, warum alle immer so davon reden, von wegen, ja, wir verlieren unsere Erinnerungen, bla bla. Weil das vielleicht die Angehörigen sind, die ihn besuchen kommen in diesem Krankenhaus. Aber das sieht gerade tatsächlich weniger aus wie ein Krankenhaus. Ein Metallriegel versperrt die Tür, okay. Ich nehme sehr stark an, dass wir nach links gehen müssen, zu diesem komischen fliegenden Hoden. But I don't wanna do that. Oh Gott, ich habe so wenig Leben. Eigentlich muss ich mich heilen. Eigentlich muss ich mich wirklich heilen und es ist ärgerlich. Stockfinster ohne Lampe. Okay, wir werden auf jeden Fall eine Lampe finden. Hab ich so im Urin? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch so eine Idee, dass das sein könnte. Could be. Ist auch nicht ganz, wie ich darauf komme. Ein Schwert? Medizin erhalten. Sehr schön. Ja, die werden wir direkt mal einnehmen. Das ist ja... ein Replikat, das nachträglich geschärft wurde. Ja, dann ist wahrscheinlich stark, würde ich mal annehmen. Hier ist ein Buch, das wir nicht lesen können. Wir haben allerdings jetzt wahrscheinlich einen Metallriegel entsperren können. Irgendein. Also irgendwas muss passiert sein. Hier war noch einer. Und es war noch einer in diesem Hauptraum. Beziehungsweise... Hi. Ich habe mich wieder an die Wand drängen lassen. Ich muss damit aufhören. Ich will immer sofort zurück zur Wand, weil das ist so wohlig und man denkt sich so, ah, schön. Hier kann ich entspannt mich an die Wand lehnen. Und dann wird man einfach nur an die Wand gepresst und einem wird die ganze Zeit Schaden reingeböllert. Das ist recht unschön.
Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Hier geht's rein. Und wir können sogar was sehen. Traumhaft. Ist das hier zufälligerweise eine Lampe? Können wir uns eine Fackel machen? Fände ich witzig. Können wir leider nicht. Abgeschlossen. Aha. Das Herrenhaus ist toll. Mama hat mir eigentlich verboten, dass ich es mir anschaue, weil es eine Ruine ist. Aber Mama kann mir nicht mehr das Taschengeld kürzen. Was ist denn mit deiner Mutter? Sie ist nicht mehr da. Ein Auto hat sie totgefahren. Okay, chill, Bill. Das tut mir leid. Das sollte es auch. Du bist schuld dran. Wupsi. Oh, da war wieder so eine Erinnerungslücke. Was sagst du da? Tschüss, Bill. Stockfinster. Ohne Lampe, sollte ich einen großen Bogen machen. Wie viele Räume haben wir jetzt schon gefunden, die stockfinster sind? Der sollte mal seine Stromrechnung bezahlen. Just saying. Abgeschlossen. Oh, da gibt's auch die Taschenlampe. Das heißt, wir müssen zwangsweise dahin. Ja, wir müssen jetzt einfach souverän spielen. Komm schon. Nur einen Schaden genommen, weil ich mich einmal falsch geduckt habe. Das war doch nice. Das war richtig gut. Taschenlampe erhalten. Sehr gut. Jetzt können wir auf jeden Fall eine Menge Räume erkunden. Keine Frage. Alleine der Raum... Ne, der war hell. I remember. Der Raum war hell erleuchtet. Hier können wir jetzt rein. Sieht man dann jetzt auch... Oh Gott, Lecco Mio. Ich sage euch jetzt schon, weil das weiß ich zu 1000%, dass Calvin das gemacht hat bei diesem Spiel, dass wir in Räume kommen werden, wo Gegner drin sind und wir laufen denen in die Arme, weil man nur diesen kleinen Lichtkegel sieht. I tell you how it is. Ich weiß jetzt schon, wie er es gemacht hat, der kleine Fuchs. Okay, hier ist noch ein Riegel. Ein Riegel, als würde da so ein Mars liegen oder so, oder ein Twix. Freunde, es gibt auch andere Schokoriegel, die auch sehr lecker sind. I'm just saying. Hier gab es auch noch einen dunklen Raum. Ich glaube hier unten, ja. Guck mal, seht ihr? Da ist es. Ich bin voll blöd drin stehen geblieben. Ich will mich vorher heilen, sonst sterbe ich bei dem, ich sehe es kommen. Der eine Schaden hätte wirklich nicht sein müssen. Der eine Schaden hätte nicht sein müssen. Der war blöd. Aber hey, wir haben Medizin erhalten. Das war okay, einmal Medizin mussten wir auch einsetzen, von daher ist es in Ordnung. Hier war auch ein Metallriegel vor. Oh, Freunde, ein Schieberätsel. Ein Schieberätsel. Jawohl, ja. Das ist ein schweres Schieberätsel, weil wir haben viele verschiebbare Blöcke, wenn man es so nennen kann, die wir woran schieben können, die wir aber nicht brauchen für den Mittelteil. Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Das heißt, hier muss man jetzt eigentlich wirklich so ein bisschen nachdenken, wie man hier vorgeht. Man könnte unten auf jeden Fall drei dran schieben. Und man könnte halt den auf jeden Fall so schieben, dass man den da oben aufhält. Und man könnte die so schieben, dass man hier quasi einen Aufhalter macht für einen rechts. Ich habe mich aber hier schon jetzt leider verschoben. Den hätte ich vorher nach oben schieben müssen. Also so. So. Ich hoffe, es ist jetzt schon so ein bisschen verständlich, wo ich hin will mit dieser Idee. Ich habe jetzt auch noch nicht komplett zu Ende gedacht. Weil wenn ich das machen würde, dann würde das zu lange dauern. Sag ich jetzt schon.
Scheiße. Den muss ich vorher da dran schieben. Obwohl, theoretisch noch nicht mal. Den kann man auch so da dran schieben. Okay, das ist jetzt eine ziemliche Scuffed-Lösung. Nein, kann ich... Ich bin ein kompletter Idiot. Ich bin Idiot. Das heißt, der ist wirklich hierfür da zum Aufhalten. Die sind, wie ich es eben geschoben habe, dafür da, dass man hier einen Stack baut. Das ist okay. Dann haben wir den unten rechts auch. Wir müssen das jetzt aber schaffen. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich irgendwie zu schnell oder falsch gedacht habe und mir die anderen zu wenig angeguckt habe. Weil wir müssen es jetzt schaffen, dass die darauf landen. Aber das klappt, glaube ich. Weil man kann ja einfach jetzt... I am a genius. Ooh. This brain got stuck into some human that is fucking smart. Freunde, wir ignorieren einfach diesen musikalischen Einsatz gerade. Da scheint's richtig weiterzugehen und da scheint's auch noch ein weiteres Rätsel zu geben. Wild. Trotzdem möchte ich mich auch noch mal einmal hier umgucken. Zum einen, weil ich natürlich die Taschenlampe habe und wir jetzt in dem Raum hier oben reingehen können. Hier war es ja auch noch stockduster. Oh ja, hier wird auf jeden Fall ein Gegner sein. Oder? Der Raum ist ohne Gegner. Okay, das habe ich nicht erwartet. Halleluja. Hier habe ich einen Gegner erwartet. Der Metallriegel ist tatsächlich noch zu. Das heißt, dafür müssen wir wahrscheinlich das weitere Rätsel lösen. Nehme ich an. Ja, dass wir nicht mehr raus können, das ist korrekt. Vollkommen richtig. Was erwartet uns hier für ein Rätsel? Das war irgendwas mit Bäumen. Fand ich jetzt schon uncool. Bin ich ehrlich. Der Lauf des Lebens. Ja, okay, das ist easy. Also halt, wie ein Baum durch die Gezeiten geht und so, wahrscheinlich. Will ich dafür jetzt wirklich das benutzen? Eimer schießen hätte gereicht. Das war jetzt ein bisschen too much. So, eine Knospe zu sehen. Nicht drücken. Auf dem Bild ist ein Samen zu sehen. Also es fängt ja an mit einem Samen. Dann kommt eine Knospe. Dann kommt das Grünzeug. Oder blüht es vorher ein bisschen? Ich würde sagen, es kommt erst jetzt das Grünzeug. Ein Baum voller Blüten. Und dann Herbst. Korrekt? Ich kann hier rein, also war es, glaube ich, nicht allzu falsch. Es kann halt sein, dass die Blüten vorher sein müssen. Die Blüten müssen, glaube ich, vorher sein. Also nochmal. Ein Samen. Eine Knospe. Ein voller Blüten. Ein grüner Blätter. Und der Zerfall. Der Lauf des Lebens. Ich habe den die ganze Zeit außen vor gelassen. Boah, bin ich blöd. Ich habe den einfach nicht aktiviert. Ja, jetzt dann die Frage, ist erst ein Baum mit grünen Blättern und dann mit Blüten? Wahrscheinlich, ne? War nicht korrekt. Der... Dann kommen die Blüten wohl tatsächlich vorher. Ja, der sieht auch noch so ein bisschen leerer aus als der Baum mit den ganzen grünen Blättern. Das stimmt irgendwo. Sehr schön. Die Türen bleiben wahrscheinlich abgeschlossen, weil sich jetzt bestimmt ganz am Anfang der Metallriegel geöffnet hat. Und wir dann in den Raum reingehen können. Alright. Freunde, wir kommen ja richtig voran, ey. Progress. Was ist denn hier los? Wild. Absolut wild. Tada, die Tür geht auf. Och Gott, ne. Freunde, das machen wir im nächsten Part. Wenn ich ihn schon sehe. Ich will nicht mehr. Freunde, wir sehen uns. Euer Brain. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Und bis dahin. Tüdelü mit Ü. Ja,